Der erste Patient. Okay. Ja, hyperventiliert. Fragt mal die Partnerin, ob er irgendwelche Medikamente nimmt. 13. Juni 2021. Wir sind im Bad Kissingen und heute werden wir eine Notfallsituation studieren. Du bist der? René. Hallo René, zeig mal gerade, was ist passiert. Ich habe hier einen Bienenstich. Ja. Und dir geht's gar nicht gut danach. Okay, genau, das sehen wir ja gleich noch. Du bist die Maria, du bist seine Frau? Ja, ich bin seine Freundin. Genau. Und habe natürlich Panik, wenn er keine Luft mehr bekommt. Du bist der? Martin. Hallo Martin, ja. Wir üben heute mal ein bisschen was. Es geht um das Thema Camping, Outdoor, aber im Remote Area. Das bedeutet was? Remote Area bedeutet im Endeffekt abgelegene Gebiete. Das heißt also, wenn ich irgendwo auf dieser Erde unterwegs bin, außerhalb von urbanen Strukturen, außerhalb von einer sinnvollen medizinischen Infrastruktur, wie ich dann Notfälle erkennen kann bei mir, in der Familie, in einer Gruppe, mit der ich unterwegs bin, mit der ich reise. Und wie ich dann frühzeitig Maßnahmen einleiten kann, um diese Problematik, die vielleicht dann auch lebensbedrohlich sein könnte, entweder selbstständig in Angriff nehmen zu können oder dann frühzeitig zu erkennen, dass ich dann halt auch in Richtung eines Arztes oder einer Klinik dann aufbrechen kann. Das Ganze ist recht realistisch. Du hast ja Schauspieler gebucht, genau, die das auch schon mal gemacht haben. So, und dann werden wir uns gleich mal hier vorne bei diesem Wohnmobil platzieren. Mhm. Und da passiert dann was. Und auf der anderen Seite von der Halle, die können das nicht sehen, da sind ganz viele, ich sag mal, Kandidaten, die haben das vorher geübt. Wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen mit denen über Theorie und Skilltraining versucht zu erreichen, dass sie eine Grundlage haben. Also das ist jetzt eine Einführung in den Remote Area Emergency Care Responder Kurs. Das heißt also quasi ein Basiskurs für solche Szenarien bzw. für solche Verletzungen und Erkrankungen. Und jetzt geht es darum, quasi dies, was wir jetzt in den letzten zwei Tagen theoretisch und praktisch schon mal geübt haben, an einem Patienten mal anzuwenden. So, ich gehe mal kurz in eine Gruppe. Du machst das jetzt mal. Wahrscheinlich wirst du gleich holen, oder? Ja, das ist der Plan. Ja, bis gleich. Bis gleich. Gehe ich jetzt mal rüber. Da vorne stehen wir. Das ist ein Fahrzeug, da haben wir gerade eben geübt. Eine Explosion in einem Cut 4x4, gibt es ein anderes Video noch, schaut euch das an. Da gab es offene Brüche, ganz viel Blut ist geflossen. Und ich fand es wirklich sehr realistisch. So, und da ist die Gruppe. Ganz viele Hunde. So, und die Tasche ist mal wieder gepackt. Die ist hier vorne. Achso, die haben diese. Du kannst nur nicht drüber fahren, das kannst keine Brücke machen. Ja, genau. Da ist die Tasche. Das war schon recht realistisch für dich, oder? Für mich ja. Okay. Ich bin eh nicht so der Held in solchen Sachen und von daher war es für mich einfacher, Sachen aus der Tasche zu holen, also hinzubringen und andere Leute machen zu lassen. Ich meine, das kann ich natürlich nicht machen, wenn mein Partner da an der Erde liegt, aber da würde ich wahrscheinlich auch ganz anders reagieren. Ja, das wollen wir. Also ich darf noch nicht vorgreifen, aber es geht gleich los. Das ist müssen ganz wir wichtig. Nachfüllen? Könnt ihr gerne tun, ja. Tut's ruhig rein. Nimm doch einfach die Kiste. Genau. Braucht ihr nicht. Könnt ihr nicht. Und wie war es für dich? Du hast ja einige Fragen gestellt. Ja, es ist halt einfach in so einer fast realistischen Situation echt schwierig, da die Ruhe zu bewahren und überhaupt den Überblick zu kriegen. Und man wird panisch und vergisst vieles. Also es ist wirklich sehr viel Routine, die man haben muss. Es kann ja immer mal irgendwas passieren. Also es fährt einer einen über den Fuß oder übers Bein oder ein Fahrzeug rollt zurück, oder? Ja, das ist das halt. Ne? Und eigentlich müsste man sich viel mehr damit beschäftigen. Und die Augen sind uns wirklich eigentlich mit dem Kurs auch geöffnet worden. Das blendet man irgendwo aus, dass sowas passieren kann. Man will ja in Urlaub fahren und nicht irgendwelche schweren Verletzungen versorgen. Aber im Zweifelsfall muss man es halt tun und dann muss man ein bisschen Routine haben. Okay. Ist ja eh so, dass alle getestet sind, alle negativ sind, von daher kann sowieso nichts passieren. Aber solange du selber noch eine FFP2-Maske im Gesicht hast, hast du für dich selber einen Schutz und dementsprechend auch einen Schutz für die Umstehenden. Okay, so, Grundplan. Ihr schnappt euch wieder euren Rucksack. Ihr seid jetzt in Pakistan unterwegs. Ihr seid zum ersten Mal in einer geführten Reise unterwegs, habt jetzt irgendwie eine Höhe erreicht von 1000 Metern, also noch gar nicht so hoch und seid jetzt in einem Gebiet, was relativ blumig bewachsen ist, relativ viel Vegetation gerade ist, viel Gras, viel Grün und habt jetzt quasi so ein Etappenziel erreicht, habt eure Autos gerade geparkt, macht jetzt so ein bisschen Geländeerkundung, geht so ein bisschen durch die Gegend. Okay?
So. Dann schnappt euch mal euren Rucksack und geht mal in diese Richtung. Der Rucksack wird geschnappt. Nächste Sache. Das war ja schon mal eine gute Einleitung. Das heißt, Bilder entstehen im Kopf bei dir? Ja, also blumige Wiese würde ich mal nach irgendwelchen Allergien schon mal überlegen. Atembeschwerden könnte das der Folge sein. Mit dem Finger über den Zettel gehen und gucken, was ist der nächste Schritt. Ja, ist auch recht realistisch, Blumen und Wiese. Also ohne Blumen, aber Wiese zumindest. Er kriegt keine Luft mehr. Er kriegt keine Luft. Scheiße, was ist denn los? Versuch mal ganz ruhig zu atmen. Ganz ruhig zu atmen. Tut's weh? Tut was weh? Nein. Aber dir ist schlecht, oder? Der hat keine Allergie. Hast du was gegessen? Hat der Asthma? Der Asthma-Patient. Hyperventiliert. Setz dich hin. Setz dich hin. Dass der Kreislauf nicht zusammenbricht. Wir helfen ihm. Es wird alles gut. Ich habe keine Luft. Ich habe keine Asthma. Fragt mal die Partnerin, ob er irgendwelche Medikamente nimmt. Hat er Allergien? Hat dein Freund Allergien? Lass mal die Maske weg. Sie soll mit mir reden. Sehr schön. Ganz ruhig. Sitzen Sie bequem. Machen wir das Bein. Setz dich mal ganz ruhig. Ja, bleib nur. Dann geht's. Dann fragt deine Frau. Sie sagt eigentlich nein. Schaut mal in den Mund. Vielleicht ist da was drin oder was? Also wir sind auf 1000 Meter. Okay, mal aufmachen. Okay, ganz ruhig weiter atmen. Atmen mit Geräusch. Ganz ruhig weiter atmen. Kannst du schlechter ausatmen? Hast du Schmerzen? Nein. Ich denke, das Einatmen ist... Schau mal die Augen. Was simuliert das? Wo ist der Zettel? Aber das auch ohne? Ich meine, das könnte ihm ja... Nun wird er ohnmächtig. Er hat aber einem Eisen aus. Das ist echt, der ist kalt. Hallo, kannst du mich hören? Ach, Luft. Versuchst du mal irgendwas zu sagen? Der hat sie verschluckt, der hat was. Macht man das? Hat er nicht. Er sagt, er hat gerne Schmerzen und nichts, hat nichts im Mund. In den Blumen ist. Ja, hallo. Aber was könnte man denn zum Beispiel eine Allergie haben? Gräser, Pollen. Okay. Also Antihistaminikum haben wir. Ja, eine Möglichkeit. Einfach schon. Worauf könnte man noch Allergien haben? Oder entwickeln? Mit Pausen, glaube ich. Auf die Gräser. Ja, worauf noch? Wird gut. Tiere, Tierbiss. Okay, prima. Welche Tiere zum Beispiel? Haben wir gestern besprochen. Schlangenbisse. Bienen zum Beispiel. Okay. Wenn eine Biene angeflogen kommt, hat man ja im Regelfall erstmal keine allergische Reaktion, sondern erst wann? Wenn sie sticht. Dem Stich. Stich. Okay, das heißt, man könnte was machen, das an dem Bein da suchen. Ja, das ist ja von vorhin die Sauerei. Ach, das ist von vorhin. Also würde ich denken. Also. Aber hat er vielleicht da irgendwo anders, ne? Genau, wichtige Überlegung. Guckst du, wo ist vielleicht die Ursache für das aktuelle Problem? Guck noch mal hier. Hier. Das Rote hat nichts zu sagen. Das Rote hat nichts zu sagen. Okay. Also ich kann nichts erkennen. Der Patient hat ja nicht nur Beine. Ja, ganz ruhig. Wird alles gut. Da könnt ihr was machen. Ja, wir helfen. Alles gut. Also ist ja nicht besser. Wir suchen, dass wir wissen, was jetzt eigentlich los ist. Alles gut. Ich kann ja nur was hier vor Ort passiert von ihm. Ist er gerade gestochen? Was, weißt du, ob der gestochen worden ist? Bleib sitzen. Vielleicht sieht er mit ihr mal auch aus der Sonne. Mach ruhig atmen, ganz ruhig atmen. Es kommt gut. Kann sein, dass langsamer. Ich habe in den Mund geschaut. Ja. Andere Seite, oder?
Ja. Wie schaut denn so ein Bienenstich aus? Das muss doch eine Rotfärbung sein oder so. Genau, so eine Rötung, so eine Schwellung, vielleicht ein Stachel, ganz genau. Nach sowas könnte man zum Beispiel suchen. Muss ja nicht die Ursache sein, aber wäre ja eine Möglichkeit. Könnt ihr machen. Könnt ihr machen. Nicht die Unterhose, nur die Hose. Genau, die Unterhose nicht, aber die andere Hose könnt ihr runterziehen. Ist ja mal krass, das ist eigentlich vollkommen realistisch und sie finden es nicht. Richtig, genau. Das ist halt auch der Gedanke dabei. Lass nicht versuchen, wir so realistisch wie möglich zu arbeiten. Das heißt, die Simulationen, die wir machen, die sollen so sein, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe einen Realpatienten. Es wird nicht nur einfach so ein bisschen was irgendwo dargestellt im Sinne von stell dir vor, sondern es ist alles sichtbar, wenn es was Offensichtliches wäre. Und ansonsten, selbst die Atmung, selbst die Bewegung des Brustkorbs stellen die Darsteller so dar, wie sie dann in real auch wäre. Ist er jetzt schon tot? Noch nicht ganz. Der wäre ja jetzt schon tot. Okay, jetzt habt ihr unten den Patienten schon sehr entkleidet, ne? Aber oben hat er noch relativ viel an und ihr habt immer noch keine Ursache gefunden, richtig? Ja. Wir können ihn doch nicht ins Gras legen, das ist total unangenehm. Was ist denn das? Das ist Gras, oder? In echt ist das dem schon wurscht. Rücken haben wir schon abgesucht, aber auch nichts. Da unterm Arm, komm, jetzt das. Auch nicht. Und der Tod nach einer allergischen Reaktion, kommt das selten vor, oder? Nein, also es hängt davon ab, einfach worauf ich allergisch reagiere und wie stark ich reagiere und wie viel Giftstoff in Anführungsstrichen im Sinne von einem Antigen ich jetzt abbekommen habe. Und jetzt gibt es extreme Überschussreaktionen im Bereich von Allergien und die können dann auch letztendlich tödlich enden. Okay, ihr seht dann offensichtlich eine Rötung, ne? Das ist ein bisschen geschwollen. Viel mehr ist dann nicht zu erkennen. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, das wäre jetzt ein Stich, das heißt, dann wärt ihr soweit gedanklich auf dem richtigen Weg. Was könnte dann jetzt sein Problem sein? Naja, ein allergischer Schock. Super. Und in welchem Zustand ist er jetzt gerade? Nicht gut. War da oben. Genau. Jetzt können wir das Röhrchen reinmachen, oder? Der Gedanke ist an sich gut, aber er ist jetzt bewusstlos geworden. Warum? Wegen des Schocks. Kreislauf. Nee. Ja, wegen der allergischen Reaktion. Richtig, genau. Und was hat die bei ihm als... Medikum, aber haben wir nicht. Gute Überlegung. Was war jetzt sein erstes Problem, als ihr angekommen seid? Übelkeit. Ja. Eingeschränkte Atmung. Kein Schmerz, nichts. Und wir hatten gesagt, wenn die Atmung eingeschränkt ist und wenn die Atmung irgendwann nicht mehr ausreichend ist, weil hinten alles zuschwillt, dann führt es dazu, dass der Körper zu wenig Sauerstoff bekommt, dass dann auch zu wenig Sauerstoff hinter im Gehirn ist und dass der Patient dann bewusstlos wird. Das heißt, es wird hinten alles schon so eng sein, dass der Patient über diese Sauerstoffunterversorgung keine Luft mehr gekriegt hat. Ja. Okay, vielen Dank, Übungsende. Oh, schade. Du warst schon bereit. Schade, sagt er. Okay. Gut. Machen wir das doch bitte folgendermaßen. Wir gehen jetzt einmal schon so ein bisschen in die Richtung darüber. Dann machen wir da kurz die Nachbesprechung. Dann können wir da drüben schon wieder weiter vorbereiten für die nächste Runde. Das ist aber stark, sie haben es nicht gefunden, bis zum Schluss nicht. Genau, das ist auch für die Übung an sich erstmal ein ganz guter Aufhänger, sagen wir mal so rum, weil sie dadurch realisieren, es kommt darauf an, wirklich überall alles abzusuchen. Und es war jetzt nicht so, dass wir hinterher sagen mussten, nee, stellt euch vor, ihr hättet da gesehen, sondern es war ja die ganze Zeit da, genau wie du gesagt hast. Und das ist aber was sich auch einbrennen wird, dass eigentlich eine Verletzung da gewesen ist oder eine Stelle da gewesen ist, die man hätte identifizieren können, wenn man alles abgesucht hätte. Also wir sind Schauspieler. So, okay, genau. Wenn ich hier mal kurz unterbrechen darf, ja. Ihr geht mir bitte rüber vorbereiten, wir gehen in die Richtung nachbesprechen. Ja, schon. Genau. Wir haben so ein bisschen Zeit. Okay. So. Liegt da hinten auf der links auf der Olivenkiste. So. Du,
Du bist ja auch dort im Einsatz, zum Beispiel Spezialkräfte und so weiter. Ist da das Level auch teilweise so oder sind die da schon gut geschult? Also, ja, wir machen eine Ausbildung für Spezialkräfte, insbesondere von polizeilichen Spezialeinheiten. Die Level sind da sicherlich sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall gibt es da in den Reihen auch sehr gut geschultes Personal, weil die ja quasi auch in ihren Situationen alleine dastehen werden, auch ohne Arzt initial helfen müssten, auch sich selber helfen müssten. Und dementsprechend ist da der Ausbildungsstand deutlich höher. Okay, kommt ihr einmal zusammen, bitte. So, wie war jetzt die Situation hier gerade für euch? Ihr seid hingekommen, war ein bisschen entspannter als eben unten, weil Patienten standen da, erstmal alles gar nicht so schlimm, richtig. So, und wie ging es dann weiter? Was habt ihr rausgekriegt? Ja, es gab zwei. Der eine, der hatte praktisch Atemnot und die zweite hat einen Schock gehabt. Ja, die zweite einen Schock. Aber sie hat halt noch gesagt, dass sie eigentlich nichts hat, aber ihr Freund halt Probleme hat. Und dass er das noch nie gehabt hat. Hat er das noch nie gehabt. Okay, gut. Also, eine Atemnot hatten wir im Vordergrund stehen, richtig. Und was du meinst mit Schock im Sinne von schockiert sein, ne? Schockiert sein, okay. Hyperventiliert. Hyperventilation, das ist genau das richtige Stichwort. Okay, also zwei Baustellen, zwei Patienten. Wer von den beiden Patienten war der Schlechtere? Der Mann, ne? Ja. Ihr habt sehr früh erkannt, dass die Frau hyperventiliert hat, das ist gut, habt die richtige Maßnahme eingeleitet, im Endeffekt mit der Hyperventilationsmaske hat das funktioniert. Ist das besser geworden? Ja. Erst schon und dann wurde sie jetzt schlichter. Okay. Also sie wurde ruhig, wir haben dann die Maske abgenommen, haben sie nochmal befragt, ob sie irgendwas zu sagen kann, was passiert ist, um irgendwo den anderen eben helfen zu können. Ja. Das hat aber nicht funktioniert, sie konnte nichts dazu sagen und fing dann wieder an zu hyperventilieren. Also haben sie dann wieder mit der Maske versorgt. Warum hat sie denn hyperventiliert? Sie war völlig panisch, sie wollte auch unbedingt hin. Also wir haben sie versucht zu beruhigen, abzuhalten, weil sie hätte da ja nicht helfen können. Sondern, wir mussten sie wirklich relativ stark auch festhalten. Genau. Ja, und dann habe ich sie bei sich genommen zu ihrem Mann oder Partner, damit sie nicht immer sieht, was da geschieht. Richtig. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Überlegung gewesen. Das heißt also im Grunde, wenn ich Panik habe, weil da vorne irgendwas passiert, versucht quasi den Blickwinkel abzuwenden. Ja, wenn sie sieht, dass ihr Partner immer schlechter wird und dann dahinter im Gras liegt und sich gar nicht mehr bewegt, wird das ihren Zustand nicht verbessern. Von daher genau die richtige Entscheidung, ein bisschen wegdrehen, wegbewegen. Beruhigen ist das A und O für so einen Patienten. Das heißt also beruhigen, Oberkörper hoch habt ihr gemacht, die Hyperventilationsmaske hattet ihr im Gesicht, es wurde besser. Und klar, das ist nicht danach unbedingt sofort wieder weg, sondern das kann einfach immer mal wiederkommen, weil die Situation ja noch gar nicht gelöst ist. Es geht ihrem Partner ja nicht besser. Aber ihr habt es genau richtig gemacht, ihr habt genau richtig gehandelt an der Stelle. Prima. Wie sah das bei dem Mann aus? Da war die Baustelle ein bisschen größer oder wurde ein bisschen größer. Wie hat sich das entwickelt? Ja, wir konnten einfach lange nicht. Ja. Wir wussten nicht, dass er so kurz atmete. Ja. Und dann ist er fast wie weggetreten. Genau. Letztendlich hattet ihr frühzeitig schon Überlegungen, ihr hattet auch nach Blutungen geguckt, grob einmal. Du hattest da ein Loch gesehen, hast geguckt, ist da irgendwie was an Verletzung? Auch eine gute Überlegung, das würde ja vorgehen im Zweifel. Da war aber nichts zu finden. Das heißt also, hier war offensichtlich eine Atemnot im Vordergrund. Das heißt also, irgendein Problem mit den Atemwegen, das habt ihr auch richtig erkannt. Und ihr habt auch richtig nach einer Ursache versucht zu überlegen. Das heißt, ihr habt in Allergien gedacht. Jetzt ist es so, manche Allergien sind einem Patienten bekannt, manche aber auch einfach noch nicht, weil eine Allergie vielleicht noch nie aufgetreten ist. Es ist immer so, dass Allergien nie beim ersten Kontakt mit einem Gegenstand, mit einer Substanz oder sowas auftreten, sondern immer erst nach einer gewissen Eingewöhnungsphase. Das heißt also beispielsweise, wenn ich einen Bienenstich hatte, beim ersten Mal wird nichts passieren, außer vielleicht so ein bisschen dicker, ein bisschen jucken. Aber wenn sich dann irgendwann Antikörper entwickeln und ich dann irgendwann nochmal einen Bienenstich bekommen sollte, dann kann es zu einer solchen übersteigerten Abwehrreaktion kommen. Das heißt also, bei ihm war das jetzt offensichtlich gar nicht bekannt, aber er hatte ja trotzdem dieses Problem. Ihr habt nach einer Ursache gesucht, ihr habt halt ihn auch abgesucht nach irgendwelchen Einstichen, auch eine gute Überlegung. Ja? Auch völlig in Ordnung. Hatte er das Problem beim Ein- oder beim Ausatmen? Entschuldigung. Hat er nicht. Also der Asthmatiker hat das Problem beim Ausatmen, er hatte das Problem beim Einatmen. Er hat halt dieses. Er kriegt die Luft nicht rein. Ihr habt dann weiter gesucht, lange nichts gefunden und dann irgendwann ganz am Ende
quasi hier oben im Bereich dann was gefunden, sodass dann die Idee dann auch da war, okay, Bienenstich könnte jetzt das Problem gewesen sein. Und dann das, was wir gestern besprochen haben, es kann dazu führen, dass dann dementsprechend bei einer übersteigerten Abwehrreaktion hier oben einfach alles zuschwillt im Halsbereich, die Atemwege sich verengen, so eng werden, dass da keine Luft mehr reingeht und dementsprechend dann der Patient auch zu wenig Sauerstoff im Körper hat und dann auch irgendwann bewusstlos wird. Was letztendlich bei ihm zunehmend immer mehr passiert ist und der dann auch hinterher eingetrübt ist und du dann auch hinter den Schlauch reinschieben wolltest, ist eine richtige Überlegung. An der Stelle haben wir dann im Endeffekt einen Cut gemacht. Wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass du diesen Schlauch in den Hals des Patienten bekommen hättest zu diesem Zeitpunkt? Gut. War ja bewusstlos. War ja schon angesprochen. Wenn er bewusstlos geworden ist? Perfekte Überlegung. Beide Überlegungen. Also Überlegung, Bewusstlosigkeit. Ja, das heißt, ich hätte die Voraussetzung geschaffen, den Schlauch überhaupt einzuführen. Das stimmt, aber du hast recht. Es wäre so zugeschwollen gewesen, dass dieser Schlauch nicht mehr gepasst hätte. Ja, das heißt, dieser Patient wäre dadurch nicht rettbar gewesen. Die Überlegungen waren gut, aber auf dem Level jetzt, an dieser Stelle, wärt ihr nicht weitergekommen. Das heißt, dieser Patient hätte keine Chance gehabt. Ja. Da könnte man was gegen spritzen, aber der Patient braucht tatsächlich halt einen freien Atemweg. Das heißt, dieser Patient bräuchte tatsächlich einen Luftröhrenschnitt. Okay. Ja, das, was wir gestern kurz angesprochen haben, es gibt einfach Grenzbereiche, wo ich auf einem medizinischen Level vielleicht noch nicht bin, wo ich vielleicht noch irgendwann hinkommen kann, aber ungefähr hier, genau, wo ich irgendwann hinkommen kann, aber das jetzt aber auch hier wieder als Aufhänger für euch, der Anfang auf dem Level, wo ihr im Moment seid, der hat funktioniert, von den Überlegungen, was ist die Ursache, was ist das Problem, auch mit dem Finestil, von dem Antihistaminikum, von der Überlegung her sehr gut, nur, dass dieser Patient hinterher noch zunehmend schlechter wurde und dann hinterher noch eine andere Baustelle bekommen hat. Also ich muss es noch gerade mal erklären. Mhm. Der hatte diesen Stich, ja. Der hat da jetzt so ein eine Reaktion drauf und dann war er bewusstlos. Und warum hat man nicht die Chance, das Ding da reinzukriegen? Das weiß ich doch noch nicht, oder? Nee, du kannst es ausprobieren, aber das wird nicht funktionieren, weil das der Durchmesser hier hinten hinterher einfach, wenn das anschwillt, ändert sich das Lumen, das wird immer enger. Und dann wird es so eng werden, dass der Schlauch nicht mehr reinkommt. Genau, das kannst du von außen nicht sehen. Du kannst vielleicht in den Mundraum gucken, in den Bereich der Rachenhinterwand noch schauen. Wenn sich das da schon zuschwillt, dann weißt du von vornherein schon, das hat keine Chance. Im Zweifel kannst du es ausprobieren, da spricht nichts gegen. Aber du wirst es wahrscheinlich nicht mehr schaffen bei diesem Patienten. Der würde in dieser Situation... Wenn ich nicht kann, versuche ich diesen Luftröhrenschnitt, oder? Ja, aber wenn ich noch nicht weiß, wie das überhaupt geht, wo das überhaupt geht... Macht man es einfach nicht. Hast du keine Chance, es sinnvoll zu lösen. Weil du kein Material dabei hättest. Antihistaminikum dann einfach. Kugelschreiber, Mine. Könnte man auf jeden Fall reintun. Absolut. Kann man nicht viel mit falsch machen. Und gerade wenn ihr selber allergische Reaktionen bei euch habt, macht das absolut Sinn. Und auch nicht nur so eine Salbe, die ich irgendwie oberflächlich drauf schmiere, dann wirkt die nämlich nur lokal, sondern dann wirklich irgendwas, was ich dann einnehmen kann. Wenn ich was spritzen kann, ist es noch einfacher, aber ansonsten zum Beispiel in Tropfenform oder auch im Zweifel in Tablettenform. So halt, Mini-Tabletten, genau. Kann man also... Kannst du halt auch ohne Wasser sogar noch runterschlucken. Genau. Wäre denkbar gewesen, ja, auf jeden Fall. Aber das war das Zeitfenster realistisch, bis er ohnmächtig wurde? Ja, das kann tatsächlich sehr schnell gehen. Also bei so einem Patienten kann ich unter Umständen sogar zugucken, wie er so schlecht wird, dass er dann auch im Zweifel dann hinterher, wenn das alles zuschwillt, dann auch wirklich sterben würde. Deswegen habe ich da halt tatsächlich ziemlich wenig Zeit in einer Extremsituation, sodass es dann dementsprechend dann auch nur noch wirklich chirurgisch lösbar wäre. Ja, eine ganz kurze Frage. Das war jetzt recht realistisch. Sie haben es einfach nicht gefunden, oder? Den Bienenstich. Bis zum Schluss nicht. Ja, genau. Wir haben dann es war so einfach eigentlich. Er war eigentlich relativ sichtbar, genau. Ist so. Man ist einfach ein bisschen im Stress und überlegt sich die wildesten Sachen, wo es sein könnte und kommt auf die leichtere Stelle oben am Oberarm einfach nicht drauf. So, super. Ja, wir haben ja keine Zeit. Vielleicht ganz kurz. Wir sind gerade in Bad Kissingen und du bist auch hier während der Messe. Mhm. Ist es dir schon mal passiert, dass du helfen musstest? Ja, gestern Abend noch. Okay. Ehrlich? Ja. Okay, das heißt, man ist es immer dabei, wenn man das Thema Rettung macht, oder? Ja, sagen wir mal so, grundsätzlich, ich will mich jetzt nicht rausnehmen. Ich kann ja nicht sagen, heute habe ich Feierabend, jetzt mache ich nichts. Also es ist jetzt hier nicht mein Job, dass ich jetzt hier theoretisch medizinische Hilfe leisten muss. Dafür bin ich jetzt nicht hier. Aber wenn was passiert, kann ich jetzt nicht sagen, nee, heute nicht. Es gibt ein kleines Problem in Deutschland. Also wenn man hier zum Beispiel einen Luftröhrenschnitt macht, das darf man ja eigentlich gar nicht, oder? Richtig, genau. Also ein Luftröhrenschnitt ist ganz klar eine massiv invasive Maßnahme. Das heißt, die hat hier in Deutschland ganz klar auch einen Arztvorbehalt. Okay.
Ja, vielen, vielen Dank. Ganz kurz noch zu dir. Du bist von ProMedi. Genau. Ihr macht das professionell, ihr schult Leute und man kann euch auch buchen. Also wenn man jetzt so Gruppen hat und sagt, okay, ich möchte das gerne haben, in welchem Gebiet bist du tätig? Also wir sitzen in Hannover, das heißt also die öffentlichen Kurse machen wir im Regelfall auch im Raum Hannover. Grundsätzlich können wir sowas aber bundesweit machen. Öffentliche Kurse heißt, da kann jeder, der das Level erfüllt, was die Einstiegsvoraussetzungen sind, im Responder-Kurs Level 0, da brauche ich gar keine Voraussetzungen, ja. Kann daran teilnehmen, sich einfach einschreiben und dann ist das gut. Und ansonsten können wir für geschlossene Kurse, das heißt für Gruppen zum Beispiel, das auch theoretisch überall machen. So, ihr habt euch ein kleines wenig darauf spezialisiert, das Thema Outdoor Remote, das ist ein Thema für euch. Genau. Erstmal vielen, vielen Dank, Martin, ProMedi, also falls sich jemand interessiert dafür, einfach mal auf die Webseite gehen, googeln. www.pro-medi.org. Pro-medi.org. Genau. Danke dir. Gell? Tschüss. Genau. Tschüss.